Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play Sky Factory 2 Reloaded, wie auch immer. Ihr wisst schon, das Projekt steht ja irgendwo im Titel, es ist schon so lange her, ich weiß schon gar nicht mehr, dass wir hier aufgenommen haben. Fakt ist, wir wollen heute mal unser komisches Gedöns hier vorne, was wir da mehr oder weniger in die Ecke geschissen haben, ein bisschen ordentlicher machen und dazu haben wir uns schon einen kleinen Plan ausgedacht. Und ja, diese Folge wird etwas geplanter ablaufen als die anderen, in Anführungsstrichen. Und ihr seht schon, ich habe hier was vorbereitet, beziehungsweise Jens hat mir natürlich dabei geholfen. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau, die Cobblestones, wie auch immer, sollen hier Igneous Extruder darstellen, die Cobblestone produzieren. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir hier einen Pulverizer für Gravel, dann haben wir einen für Gravel und Sand und wir haben einen für Gravel, Sand und Staub. Die pinken, lila, nee, pink ist das nicht, lila ist das. Die lila Blöcke symbolisieren ein automatisches Sieb, wie auch immer, von oben. Daraus wird dann alles, was wir so sammeln, in diese Kiste gesaugt. Und hier hinten werden wir vier Generatoren laufen haben. Das werden TNT-Generatoren oder normale Generatoren sein, da bin ich mir noch nicht sicher. Weil es wäre natürlich auch ziemlich awesome, wenn wir hier vorne einen Itemfilter dran machen könnten, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, um praktisch hierhin Kohle zu leiten, dann könnten wir hier vorne noch einen Furnace Generator hinmachen. Die Idee ist mir einfach gerade gekommen, aber nun gut, wir müssen erstmal, ja, fangen erstmal langsam an und bauen erstmal einen Pulverizer für Gravel. Und dann schauen das wir mal weiter. Anfangen eigentlich, ne? Ja, also, aber dann brauchen wir ja wieder drei Pulverizer. Ja. Aber ja. Wir können ja manuell auch ein bisschen was tun, ne? Ja, genau. So, dann machst du einen Hopper dran und dann passt das schon. Ich erstmal einen Piston, denn wir brauchen einen Piston und einen Machine Frame. Basic da. Viermal Eisen, einmal ein Tin hier. Natürlich habe ich jetzt kein Tin eingesteckt. Das ist natürlich wieder hervorragend geplant von mir. Was hat dir gerade so geknallt? Achso, der TNT-Generator, ne? Ich hoffe es. Der ist aus. Aber ich höre es auch. Vielleicht drüben an der Mobfarm. Das kann natürlich sein, da. Ja, also ich packe hier auch mal noch ein TNT rein. Möchte ich jetzt gerade nicht drüber spekulieren. Au. So, einmal Tin Gear, einmal 1, 2, 3, 4 und dann leckt es. Oh Mann. Eine Basic Machine. Dann brauchen wir noch Copper Gear. Dazu müssen wir erstmal den Copper umcraften. In Barrenform. Wunderbar. Und ja, heute, ich weiß nicht, sieht das Video besser aus oder nicht? Ihr könnt mir das ja mal verraten. Ich nehme nämlich gerade über das OBS auf. Und zwar aus dem Grund, da mein Action sich einfach gerade abgeschossen hat. Und zwar insofern, dass sich wohl die Registrationsdatei gelöscht hat und dementsprechend kann ich nichts tun. Das ist ziemlich uncool und es ist gerade kurz vor 11, das heißt, der Kundensupport wird mir vermutlich heute auch nicht mehr schreiben. Daher habe ich dann kurz entschlossen, bevor wir die Ausnahme ausfallen lassen, machen wir es doch lieber so und schauen dann einfach mal, was rauskommt. Jens, kleine Frage. Wir kriegen ja bei der Gravel-Pulverisation Sand als raus, Nebenprodukt raus. Genau. Den müssten wir dann, hätte ich fast gesagt, über den Top-Slot irgendwie nach drüben lenken. Ich würde den einfach in Barrel packen, darüber. Über dem okay, Pulverizer. Und dann Kann man den später vielleicht dazu nutzen, um TNT herzustellen, weil wir brauchen ja TNT als Energiequelle. Das stimmt, okay, damit bin ich vollkommen einverstanden. Gut, ja, ein Pulverizer ist fertig. Was hatten wir als nächstes gesagt? Ein Igneous Extruder, ne? Genau, so, dafür bräuchten wir nochmal ein Machine Frame, das heißt vier weitere Zinn. Und ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen mehr Eisen. Das reicht, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich mir das so angucke. Krisch ist es gerade in der Mache. Das ist wundervoll. So, einmal Tin Gear.
Also, und wenn du zwischendurch eine Kiste brauchst, sag Bescheid, ich habe ein paar in der Tasche. Oh, das ist praktisch, aber tatsächlich brauche ich gerade keine Kiste. So, wir brauchen wieder Kupfer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das leckt ein bisschen hier bei mir. Also so beim schnellen Umdrehen. Aber das kann auch am Server schräg an der Leistung liegen. Denn im Moment, ich weiß gar nicht, wenn ich mal hier raustappe, bin ich nur bei 26 FPS. Also das OBS zieht natürlich schon einiges an Leistung. Naja, ich bin auch nicht besser dran hier. Wenn ich mich umdrehe oder den Baum angucke, dann bleibt mein Spiel fast stehen. Also im Moment bin ich bei circa einer RAM-Auslastung von 12 GB und 25% CPU-Auslastung. Und das will ja schon was heißen. Naja, so viel ist das doch gar nicht, oder? 12 GB RAM ist schon ein ordentliches Stückchen. Wie viel hast du drin? 32. Ja. Also es ist nicht alles, aber wie gesagt, circa ein Drittel. Ja, ich habe 30% RAM und 15 CPU habe ich hier. So, dann machen wir den nächsten Pisten fertig. Machine Frame, Copper Gear. Natürlich habe ich nur ein Copper Gear gemacht. Wieso habe ich nur eins gemacht? Mensch. Natürlich reicht Was das machst du nicht denn da? aus. Ja, ich weiß auch nicht. Ich. So. Kannst du in eine Pfeife rauchen, kannst du das so Countertop hier, da muss das bestimmt auch gehen. Natürlich nicht. Warum habe ich gedacht, dass ich das da machen könnte? Das. Ich sag einfach nichts mehr. Das ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dann haben wir hier den zweiten davon. Wir brauchen den Servo in der Mitte. Und dann nochmal zwei Glas. Jawohl, nice. Hast du schon ein Barrel bereit? Fragezeichen? Nee. Ausrufezeichen? Schade, okay. Dann möchte ich den hier kaputten. Und sage, du puttest nach hinten aus. Ich habe zum Glück noch Buckets mit. Das gefällt mir ganz gut. Haben wir noch irgendwo Lava über? Unten würde ich sagen, oder? Ah, stimmt, hatten wir nicht da letztes Mal ein Zwischen. Ah ja, wunderbar, so wie sich das gehört. Ein Zwischenbarrel. Hier das Stone Barrel mit Lava hatten wir doch gemacht. Ja, ich glaube, was wollten wir? Netherrack oder sowas? Keine Ahnung. Ja, doch, Netherrack, glaube ich, war es. So. Also der Cobblestone wird hergestellt und kommt auch direkt schon in den Pulverizer. Das ist doch schon mal gut. Jetzt bräuchten wir ein Automatic Sieve. ATU. War das nicht Ja. hier so ein komischer Dingenswummens? Weiße, komischer halt. Ja, ich komme mit. Werkstattdingens. Ich weiß gar nicht, machen die auch Reparaturen oder verkaufen die nur die Einzelteile? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gerade nicht mal beantworten. So, für das Automatic Sieve brauchen wir 4 Invar-Ingots und 2 Invar-Nuggets. Sich das Rezept verändert? Electrum, davon haben wir auch nicht mehr so viel. Dürfte eigentlich nicht. Invar-Block. So. Einmal. 1, 2, 3, 4. Da muss ich einen davon zu Nuggets machen und dann brauche ich davon aber nur zwei Stück. Gut, dann brauchen wir Elektrum, brauchen wir vier Stück. Das heißt, zwei Gold, zwei Silber. Hast du Gold oder Silber gerade drin? Ein bisschen, ja. Also Gold ist gerade im am Aufwärmen, ne? Ah, okay. Haben wir irgendwas anderes, wo wir das schnell zusammenschmelzen können? Nein, aber ich weiß was Besseres. Wir haben einen Grindstone. Und ja, das ist unser Ohrlager gerade hier. Mit ganz, ganz viel Platin. Übrigens, vor ein paar Tagen ist ein sehr, sehr großer Meteorit an der Erde vorbeigeflogen. Mit ungefähr
70 Billionen Dollar Wert an Platin drin geschätzt. Warum hat den keiner aufgehalten? Ja, weil der doch ein bisschen groß ist und man sich eigentlich nicht mit dem anlegen möchte. So, dann schmeißen wir das einfach mal ganz unverblümt da rein. Wer schreibt mir denn jetzt noch bei WhatsApp? Das ist doch unglaublich. Um so. Diese Uhrzeit, ne? Ja, das ist unglaublich. Es ist, man müsste doch eigentlich davon ausgehen, dass wir schon am Schlafen sind. Nein, eigentlich nicht. na gut, ertappt, ertappt. So, dann hätte ich gerne hier 1, 2, 3, 4 und das Electrum hier. Guck mal, das hat sich sogar gereimt. Jetzt fällt mir kein Reim auf Reimt ein. Oh Mann. Ja, ich geb's auf. Ich geb's auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ich habe ein automatisches SIF fertig. Wunderschön. Ja, danke, danke. Bräuchte nur noch einen TNT-Generator und weiteren, um da unten auch Strom zu haben, ne? Jo. Wohl ein Lava-Generator wäre vielleicht, glaube ich, auch nicht schlecht, oder? Weiß ja nicht, wie effizient die Dinger sind. Die komischen Barrels hier? Nicht so. Warte mal, ich schmeiß dir mal das LED-Ohr wieder raus. Was hattest du noch unten? Plus das hier. Das gehört alles dir. TNT-Generator wolltest du, ne? TNT-Generator. Dafür brauchen wir 5 TNT, einen Eisenblock, einen Furnace und 2 Redstone. Da kommen wir wohl dran. 1, 2, 3, 4, 5. Einen Block aus Eisen. Einen Furnace. Den muss ich gerade mal craften. Weißt du, was das Problem ist? Ah doch, da unten steht die Anzeige, wie lange wir schon aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen, aber es sind gerade 12 Minuten 47 Sekunden. Aha, okay. Ja, dachte ich mir, ist vielleicht eine wichtige Information für dich. Für mich nicht so eigentlich. So, jetzt musst du hier unten mal bitte hinkommen und dir anschauen, wo denn der TNT-Generator hin soll. Ja, noch ist ja nicht so viel Auswahl, ne? Wenn wir keine Buyers haben. Ja, das heißt hierhin. Ja, dann müsste hier eigentlich noch eine Energy Cell hin, damit die das Ding hier auch noch Saft kriegt, ne? Ja, das kriegen wir wohl hin. Moment. Wieso einfach herzustellen? Was, die Energy Cell? Ja. Nee, eigentlich nicht. Dafür brauchen wir auch wieder Unmengen an Redstone. Aber wir haben hier oben ja eine, das heißt, ich snack die einfach mal gerade. Ach so ist das. Ja, und den TNT-Generator, den baue ich auch mal direkt ab. Dann bauen wir langsam nach und nach hier oben jetzt alles ab. Weißt du, was ich jetzt auch machen werde? Da kommst du nie drauf. Eine Leiter da hinten. Eine Leiter klingt prinzipiell nett, aber... Was hältst du denn von der Idee hier, wenn du gleich mal runterkommst? Treppe, Aufzüge? Besser, besser, viel besser. Die ich jetzt natürlich. Wir brauchen TNT. Wir brauchen definitiv mehr TNT. So, wir hatten ja schon einiges an Gunpowder hier vorne. Wir haben sogar noch TNT da, das ist ja wundervoll. Oh, guck mal, hier vorne ist ein Enderman. Den werde ich doch gleich mit meinem Enderschwert töten. Dem werde ich töten, weißt du? Dem sein Enderschwert. Dem sein Enderschwert. Da ramme ich ihm ins Gesicht. Oh, es hat tatsächlich eine Enderperle gegeben. Ja, die Drop-Chance ist da ja ziemlich hoch bei. Gott sei Dank. So, dann gehe ich mal eben runter. Schauen wir uns das mal hier an.
Was wir denn hier rausbekommen? Und zwar schmeiße ich erstmal eins rein, aber. Okay. Es funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Was denn? Ja, das hier. Was ich mir hier so vorgestellt hatte. Weil der nicht zur Seite... Ja, der gibt irgendwie nur in eine Richtung aus, ne? Ja. Warte mal, wenn ich den so rum platziere... Ah, okay. Dann schmeiße ich hier auch nochmal einen rein. Hä? Okay, da kommen schon Sachen hinten in der Kiste an. Ja, aber warum tut er denn nichts, der Pulverizer? Gibst du den Strom in die Front rein vielleicht? Ja und? Sollte das nicht egal sein? Weiß ich nicht. Kann man dem irgendwie sagen, dass die Front egal ist? Kannst du den drehen mit dem Schlüssel? Ja, kann ich. Hoffe ich. Ja, hab ich. Aber passiert immer noch nichts. Ey, ich muss mich mal einen Moment zurückziehen. Ich habe schon zu viel Schaden bekommen dadurch. Ja, überlegen. Was tun? Wir bräuchten eine zweite Zelle. Das definitiv, ja. Oh Mann, was brauchen wir denn dafür nochmal? Let's Stone. Energiezelle, da haben wir sie doch. Energy Cell Frame. Viermal LED, viermal Glas, ein Block of Redstone. Ja, das könnte gerade noch hinhauen. So, dafür brauchen wir jetzt noch viermal LED und viermal Glas. 1, 2, 3, 4, wunderbar. Und viermal Glas. Du hast es erfasst. Oh Mann. So. Ach, der mit seinen Türen, ne? Ja, der hat da richtig Spaß dran, ne? Wo ist denn der überhaupt? Ich sehe hier eine flackernde Tür, aber kein Typen. Ach, da hinten in der Ecke steht der. Jens, ich mach wieder Sachen unordentlich, ne? Ist okay für dich, ne? Ja, ganz normal. Alles klar. Wunderbar. Schmeiß einfach irgendwo random Sachen rein, die ich nicht mehr brauche gerade. Ja, ist doch gut. Oh Mann. Ja, Sorin Chests können ja auch nicht schaden, ne? Na, auf gar keinen Fall. Sorin Chests sind awesome. Gut. Gut, dass ich ein Elektrum über hatte. Das kann ich nämlich jetzt genau gerade gebrauchen. Als hätte ich das mit eingeplant. Das ist ja fast wie gewollt und nicht gekonnt. Oder andersrum. Wie gekonnt und nicht gewollt. So. Weder noch, oder? Gekonnt und gewollt. Achso, gekonnt und gewollt. Ja, das... Nee. Auf gar keinen Fall. So, ich brauche 3 Kupfer. Ingots. So, 1, 2... Ach nee, ich muss ja erst die Cell fertig machen. 1, 2, 3, 4... Den Block of Redstone in die Mitte und das Glas außenrum? Natürlich nicht. Alles einmal tauschen, wenn es denn nicht lenken würde. Wunderbar. Zack. Redstone Energy Cell und jetzt bräuchten wir noch 4 Invar Ingots. Das haben wir doch bestimmt mal irgendwo rumliegen. Wunderbar. Dann können wir 1, 2, 3, 4 machen. Die Energiezelle nehmen und uns einen Kuchen backen. Wait. Aber nun gut, okay. Jetzt müssen wir mal hier eben. Boom. Ich merk's. Boom. Gut, jetzt ist ja hier oben alles stillgelegt, ne? Genau. Ja, was heißt stillgelegt? Es kommt immer noch ein bisschen was rein durch die Solarzellen, aber... Ja, und die Kohlegeneratoren. Genau.
Aber das Ist nicht viel. ist nur marginal was, genau. So, ich muss mal wieder was essen. Sonst regenne ich hier nicht genug. Wunderbar. Der hat noch 25 Sekunden auf dem Timer. Dann hätten wir den auch. Übrigens sind wir schon bei 20 Minuten angekommen. Ne? Also ich werde die jetzt hier gleich tauschen, beziehungsweise die Energiezelle nach hier vorne packen und dann die von vorne und hinten befeuern. Aber an der Stelle würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.